Hallo Minecraft, hallo YouTuber, der kleine Max mal wieder hier mit einem Video. Ich habe mir gerade einen Finger gebrochen, deswegen habe ich Zeit, zumindest das erste Fingerglied bei der Arbeit und bin krank geschrieben. Deswegen wollte ich mal ein kleines Video drehen zu einem Bug, einem kleinen Problem, einem nervigen Problem, was ich gefunden habe. Und zwar geht es um sowas hier: Minecart-Strecke einzeln und begrenzt mit Zaun. Daher fährt man halt gemütlich lang und manchmal steigt man vielleicht aus, weil ein Creeper auf der Strecke steht und man halt nicht in den reinfahren möchte oder irgendwie sonst was auf der Strecke steht. Deswegen steigt man zum Beispiel auch aus, weil hat man auch die Zäune, damit eigentlich nichts auf der Strecke steht. Aber vielleicht möchte man auch aus, weil man gerade raus möchte. Es gibt ja auch einfach verschiedene Gründe. Hey, da ist ein Schaf. Ich habe lange kein Schaf mehr gesehen. Was weiß ich. So, man steigt ein, fährt los und steigt aus. Wupp, und landet neben der Strecke. Prinzipiell kein Problem. Hey, cool. Kann ich ja wieder rauf auf die Strecke? Nicht, weil hier ist ein Zaun im Weg. Ha, wie soll ich denn jetzt wieder raufkommen, ne? Komme ich nicht mehr rauf. Und wenn jetzt nicht wie hier das Minecart bis zum Ende der Strecke gefahren ist, eh. Das testen wir nochmal. Spring gleich jetzt hier raus. Da hält es mich früh genug an. Jetzt rutscht es ja so und ich will wieder rein in mein Minecart. Ich meine, jetzt sagt wieder einer, geht doch. Mach Rechtsklick. So, mache ich Rechtsklick. Ja, und nun? Nun stehe ich hier. Was fährt ja von allein nicht wieder los? Ich muss es anschubsen, um zum Beispiel zu dem nächsten Power Rail, was hier ist, zu kommen. In der normalen Strecke wäre es irgendwo dann halt das nächste Power Rail. Ja, und hier ist man jetzt aufgeschmissen, sozusagen. Super nervig. Ich dachte erst, es liegt an der Himmelsrichtung, weil South North, also Süd-Nord-Richtung war das. So ist es mir in meiner Singleplayer-Welt aufgefallen. Und da dachte ich, es liegt daran, habe dann hier das nachgebaut, nochmal getestet, bestätigt, dass es wirklich so passiert, aber dann nochmal in Ost-West-Richtung, East-West-Richtung halt ausgebaut und nochmal getestet. Hier ist mein Card. Schieben wir mal da drauf. Drücken den Knopf, wir fahren los, steigen aus und es passiert genau dasselbe. Also ich finde das wirklich sehr nervig, deswegen habe ich es auch als very annoying in der Minecraft-Wiki gepostet. In den Issues zum 1.42, 1.4.2 Update. Also wer da nachlesen will, da stehe ich irgendwo drin unter Gameplay Bugs. Habe ich da das reingeschrieben? Muss natürlich der englischen Sprache mächtig sein. Ich habe es nicht im deutschen Bereich gepostet. Ja, wie gesagt, das ist super nervig. Ich habe mir da gedacht, was ist, wenn man jetzt oben eine Strecke hat? Passiert das da auch? Weil das wäre ja dann noch nerviger. Nachgebaut, wir testen es fix, reinspringen, losfahren. Passiert hier nicht. Noch die andere Richtung fix. Reinspringen, losfahren, rausspringen, passiert nicht. Denn es liegt wirklich daran, dass hier links und rechts keine Blöcke sind, wo sozusagen das Spiel einen hinsetzen könnte und sagen würde, ja, der Spieler steht sicher, denn wenn ich jetzt den Test mache, die Zäune wegreiße. Nehme ich mal vorweg, selbst mit weggerissenen Zäunen würde ich jetzt immer noch auf der Strecke landen. Aber sobald ich ein bisschen hier nachhelfe und hier Blöcke setze, komme auf beiden Seiten, und dann den Test wiederhole, lande ich daneben. Es hat also wirklich was damit zu tun, sind hier Blöcke mindestens so zweier anscheinend Abstand neben dem Spieler, dann setze ich ihn dahin. Ein Zaun verhindert auch nicht, dass man dann halt. Da wird man zwar dann nicht hierhin gesetzt, aber halt hierhin. Was halt auch scheiße ist, weil dann man genau außerhalb des Zaunes ist. Ich hoffe, das wird mal geändert von Mojang, weil das geht so gar nicht. Das ist super nervig. Man kann im Grunde. Müsste man jetzt bei einer Einzäunung die Strecke mindestens drei breit machen. Also den Zaun hier hinsetzen, damit man halt dort Creeper und alles Mögliche und Mobs im Allgemeinen von fern hält. Das ist aber in meiner Ansicht nach eine Materialschlacht, weil man möchte auch, dass die Strecke schön aussieht. Ich benutze natürlich in meiner Singleplayer-Welt kein Cobblestone, sondern Stone Bricks in dem Fall. Naja, das ist etwas doof. Das ist der Bug, den ich gefunden habe. Eure Erfahrung dazu? Lösung zu, ist das vielleicht irgendwo jetzt inzwischen wieder weg oder seit wann gibt es das? Weil ich habe es gemerkt seit Update 1238, glaube ich, dem Weekly Snapshot 1238. Da ist es, glaube ich, erstmal aufgefallen. Und dann noch eine Sache, da könnt ihr mir mal helfen.
Ich will im Grunde das hier ist momentan mein Startpunkt in der Singleplayer-Welt. So sieht er aus für Minecart Rail, ne? Geht dann hier los und da ist jetzt mein Minecart, wie ich es auch oben benutzt habe. Bloß in der Singleplayer-Welt müsste ich es ein bisschen verstecken auch und das sieht jetzt halt nicht so aus, sondern also sieht es schon genauso aus momentan, aber ich würde es halt irgendwie gern verstecken. Wenn ich in der Höhle bin, ist das kein Problem, dann ist halt hier eine Wand. Aber ich möchte, ups, Entschuldigung, Mikro, nicht hier so eine riesige Wand hinbauen, sondern eigentlich so einen einzelnen Pfeiler und dann so wenig möglich Redstone, den man sieht. Hier stört mich momentan das Loch, das finde ich scheiße. Wenn das schon weg wäre, okay. Aber mich stört auch die Fackel und der Redstone, dass man den sieht. Ich möchte es eigentlich komplett hinten haben. Wenn ich das hier mache, sieht das so aus. Wir müssen hier Blöcke hinsetzen, da Blöcke hinsetzen, da, den nicht. Dann da ein, da oben drauf ein und hier drauf ein und dann ist es versteckt. Aber das sieht ja mal bescheiden aus. Und das alles nur, damit die leuchtet. Also wer da irgendwie eine ganz kurze Schaltung hat, irgendeinen Trick, den man mir sagen kann, wo es noch cool aussieht. Noch suitable sozusagen, wie man Englisch sagen würde. Meldet mal euch, schreibt was rein, stellt ein eigenes Video als Antwort dazu. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, das Video ist kürzer. Es war nämlich die zweite Aufnahme. Man sieht sich. Ne?